Und damit man dieser ganzen Berichterstattung noch ein bisschen mehr Glauben schenkt, habe ich jetzt hier jemanden, der noch was dazu sagen wird. Und zwar... Das ist jetzt original und total original. Ich übergebe jetzt mal. Bitte hört genau zu, das was jetzt kommt, und ich möchte jetzt auch gleich einen Aufruf starten. Wenn ihr dann zugehört habt, könnt ihr euch ja entscheiden, ob ihr das tun wollt. Wir gehen heute noch in die Apotheke und es werden Sachen gekauft, Medikamente gekauft, Verbandmaterial, die anschließend dann direkt in den Donbass gehen. Und wer dazu was beitragen möchte, wir widmen unsere heutige Tageskasse, Spendenkasse heute der Hilfe für Donbass. Danke. Hallo Braunschweig. Ich bin gut zu hören, ja? Okay, super. Also, wir sind ein kleines Häufchen unverbesserlicher Idioten aus Magdeburg. Das ist Vadim. Und Vadim ist ein waschechter Russe, und da bin ich auch echt stolz drauf, dass wir hier zusammenstehen. Mein Name ist Mirko. Ich betreibe ein Unternehmen in Magdeburg und habe eigentlich keine Veranlassung, mich um andere Sachen zu kümmern, als um mich selbst, weil mir geht es eigentlich ganz gut. Aber wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem mit Leuten, die wir kennen, mit Verwandten im Donbass. Und zwar haben wir das Problem, zum einen, dass die Leute da unten in dem größten Konzentrationslager im Südosten der Ukraine, im größten Konzentrationslager in Europa gerade gefangen sind. Das heißt, sie sind eingekreist von Truppen, die wir nicht mal als ukrainische Truppen bezeichnen, sondern die sich zusammensetzen aus irgendwelchen Milizen, aus irgendwelchen bezahlten Milizen. Kolomoyski ist so ein Name, Achmetow ist so ein Name, der euch sicherlich auch das eine oder andere Mal schon untergekommen ist. Und unser dringendstes Problem, wir haben eine Organisation gegründet in Magdeburg, ist jetzt überhaupt erstmal Hilfsgüter hinzukriegen, weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viel Hilfstransporte der UN gerade in den Südosten der Ukraine gehen. Es sind null, genau. Wie viel Leute vom Roten Kreuz sich dort unten rumtreiben, es sind null. Die Leute sind total allein und wir versuchen, Hilfstransporte jetzt zu organisieren, die wir in das Land reinkriegen. Wir können es aber nicht mehr über die polnisch-ukrainische Grenze machen, weil sämtliche Hilfstransporte an dieser Grenze abgewiesen werden. Das heißt, wir werden andere Wege finden, das heißt, über die russische Grenze werden wir versuchen, das Zeug reinzubringen. Das Problem dabei ist, ich will euch das nicht vorenthalten, das Problem dabei ist, auch von russischer Seite gibt es keine Möglichkeit, humanitäre Hilfsgüter in den Südosten der Ukraine zu liefern, weil die Regierung in Kiew, ich bezeichne sie einfach so, weil ich ein gewisses Maß immer an Objektivität versuche zu bewahren, die Regierung in Kiew das mehrmalige Ersuchen der russischen Regierung, Hilfstransporte, humanitäre Hilfe in den Südosten der Ukraine zu schicken, abgelehnt hat. Nicht nur Friedensgruppen, sondern allein schon, dass die Leute Medikamente bekommen oder... Und das ist jetzt das Schlimmste, die haben nicht mal Wasser. Sämtliche Versorgungsleitungen sind zerstört. Ja? Die versuchen also immer nur mit Privat-PKWs über irgendwelche Schleichwege, und zwar da, wo die Volkswehr, wir dürfen auch Separatisten sagen, das ist nichts Ehrverletzendes, die Leute bezeichnen sich gerne selbst mittlerweile als Separatisten in der Südostukraine und sind ziemlich stolz darauf. Sie versuchen also über Schleichwege, über besetzte Grenzposten dieses Zeug darüber zu schicken. Das ist eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Eine andere Aufgabe ist, eine mediale Gegenöffentlichkeit herzustellen. Ich selbst werde also in den nächsten Wochen nach Donetsk und nach Lugansk gehen. Slawiansk stand eigentlich auch auf unserer Liste, aber wir können dort nicht mehr hin. Genauso in Kramatorsk, weil beide Städte aufgegeben sind, sind noch weitere Ortschaften aufgegeben und die Volkswehr zieht sich im Moment nach Donetsk zurück. Was wir dort versuchen ist, wir versuchen über mich als deutschen Staatsbürger, der entsprechende Kontakte auch zu Medien hat und der als eine glaubwürdige Quelle gilt, verifizierte Berichte von dort unten zu bekommen, sprich aus den Flüchtlingslagern in Rostov, das ist auf der russischen Seite, und aus Donetsk direkt. Wir haben Leute, Freunde und Bekannte dort unten, und wir haben auch Verwandte dort unten.
die wir versuchen, da in irgendeiner Form entweder rauszukriegen oder ihnen irgendwie zu helfen. Was wichtig ist, ist, dass wir die Organisationen, die wir haben, schlicht und ergreifend einfach auch mal euch vorstellen hier. Wir sind gerade dabei, die russische, komplette russische Website auch auf Deutsch zu übersetzen, damit eben jeder weiß, was da eigentlich da unten passiert. Die Kontakte, die Vadim auch persönlich hat, gehen bis in die Führungsriege der DVR, das heißt, wir reden nicht über irgendwas. Ja. Wir haben, wie gesagt, auch unsere Leute dort unten, die uns entsprechende Berichte schicken. Und diese Kontakte nutzen wir schlicht und ergreifend, um hier sowas wie eine mediale Gegenöffentlichkeit herzustellen. Denn das größte Problem, was wir im Moment haben, ist, wir wissen eigentlich nichts. Ja? Wenn wir uns die Mainstream-Medien anschauen, wissen wir nichts. Und was dort unten abläuft, ist eine der größten ethnischen Säuberungen, die wir auf diesem Kontinent irgendwann jemals erlebt haben. Dagegen ist der Jugoslawienkrieg ein Scheißdreck. Wir reden von 7 Millionen ethnischen Russen. Ich stelle nur mal eine ganz simple Frage. Welchen militärischen Nutzen, und ich bin kein Kriegsdienstverweigerer gewesen, ich war vor vielen, vielen Jahren selbst in der Armee, justament auch zu Zeiten 1989, das heißt, ich weiß, wie man Aufstände niederschlägt, denn ich war im Osten dieses Landes in der Armee und ich habe mit 18 Jahren in Uniform und Kalaschnikow in Leipzig auf dem Gewandhausplatz gestanden. Also ich weiß, wovon ich rede. Welchen militärischen Nutzen hat es, eine Stadt wie Slawiansk, die mehr als 100.000 Einwohner hat, dem Erdboden gleich zu machen? Keinen. Nicht einen einzigen. Es geht darum, dass das Land um Slawiansk bereits verkauft ist an US-amerikanische Firmen. Zum Beispiel, ja, Shell. Und es geht darum, dass der Norden von Donetsk und von Slawiansk auf unglaublich großen Schiefergasvorkommen setzt. Ja? Und die versuchen dort also über die Hintertür nach Europa dieses lustige Fracking einzuführen, wo sich die Bundesregierung ja jetzt im Übrigen auch schon zugeäußert hat. Es ist nicht mehr gebannt in Deutschland, sondern es wird mit harten Regeln umgesetzt. Wann diese Regeln aufgeweicht werden, weiß ich auch, spätestens 2015. Die sitzen also auf unglaublich großen Schiefergasvorkommen. Das heißt, die Leute müssen dort weg, egal wie. Und deswegen macht man eine ganze Stadt wie Slawiansk platt. Und macht sie so platt, dass man zum Beispiel mit uranverseuchter Munition dort operiert. Das ist nicht das erste Mal, das hat man im Irak genauso schon gemacht und das hat man auch im Kosovo schon gemacht. Also, Slawiansk platt zu machen, Lugansk platt zu machen, hat einfach nur den Hintergrund, die Leute von dort wegzukriegen. Und wenn sie es jetzt noch nicht begreifen, dass sie fliehen können, was heißt, dass sie über die russische Grenze nach Russland gehen können, wenn sie denn da unbedingt hinwollen, diese Stimmen gibt es ja auch, ja, dann muss man den Letzten halt eben mit Nachdruck nachhelfen. Und mit Nachdruck bedeutet, alles dem Erdboden gleich machen und alles, was an ethnischen Russen dort unten ist, irgendwie aus dieser Gegend rauszukriegen. Und wenn es Tote gibt, dann gibt es halt Tote. Sicherlich haben die jetzt nicht das Ziel, alle 7 Millionen ethnischen Russen dort über die Klinge springen zu lassen. Ja? Weil ich glaube, das wäre etwas, was man nur noch sehr, sehr schwer vor der Weltöffentlichkeit verheimlichen könnte. Aber so jeden Tag ein Dutzend, so wie es jetzt aktuell ist, das kriegt man noch irgendwie vertuscht, sagen wir es mal so. Ja? Also, Slawiansk ist leider aufgegeben, die ukrainische Flagge weht dort wieder. Und ich finde es, und das muss ich auch dazu sagen, ich finde es schade. Ich habe nichts gegen die ukrainische Flagge und ich habe auch nichts gegen die Ukraine. Ich finde es schade, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass diese Flagge so derartig besudelt wird von der EU und von den USA. Schlicht und ergreifend. Wenn ich da unten bin und mir steht ein Ukrainer gegenüber und ein ethnischer Russe und beide brauchen Hilfe, und das ist aber ganz wichtig für euch zu wissen, dann bekommen sie sie. Ja? Weil das größte Problem, was wir im Moment haben, ist, dass wir diesen Hass, der zwischen diesen Volksgruppen jetzt permanent gepusht wird, bis zum geht nicht mehr, den müssen wir in irgendeiner Form überwinden. Und so wie es dargestellt ist, so wie es dargestellt wird, ist es nicht. 40% der Westukrainer würden gerne
in Richtung EU gehen. Von mir aus. Sie wissen noch nicht, was sie erwartet. Ja. Oh, Ukraine, irgendwann wirst du begreifen, was sie mit dir gemacht haben. 40% würden lieber doch mit Russland eher Beziehungen aufrechterhalten. In der Westukraine. 22% ungefähr sind unentschlossen. Das heißt, das Land ist wirklich tief gespalten. Und das Gleiche gibt es auch im Südosten der Ukraine. In Donetsk leben ca. 40% ethnische Russen. Das ist eine Minderheit. Ja? Auf der Krim war es anders, da sind 70. Und da muss ich auch noch was zu sagen. Es gibt genügend Leute, die permanent uns angreifen wegen der Annexion der Krim. Also grundsätzlich ist das erstmal eine Sezession. Man muss natürlich schon sagen, dass Wladimir Putin mit der schnellen Anerkennung der Krim jetzt nun nicht so wahnsinnig glücklich gehandelt hat, aber was anderes blieb ihm eigentlich nicht übrig. Denn die Leute da unten, und das wissen wir aus erster Hand, sind heilfroh, dass dieser Kelch, der jetzt gerade im Donbass umgeht, an ihnen vorbeigegangen ist. Ja. Und die Sezession der Krim ist Fakt und es wird auch so bleiben. Die Krim wird nie wieder an die Ukraine gehen und ich hoffe, dass das auch nie passiert. Auch wenn die ukrainische Führung gerade davon träumt, ihre Siegesparade auf der Krim in Sevastopol abzuhalten. Ja, das sind die letzten Verlautbarungen, die es von dort unten gibt. Wichtig ist, wir müssen diesen Hass überwinden. Ja? Und wenn wir von pro-russisch reden oder wir sagen auch Separatisten, wie gesagt, die Leute sind stolz darauf mittlerweile. Wenn wir von pro-russisch reden, müssen wir auch von ukrainisch reden. Es ist wichtig, dass dieses Land nicht weiter im Blut ersäuft, in seinem eigenen Blut. Dass nicht mal von den Leuten, von den Ukrainern selbst vergossen wird. Denn die ukrainischen Truppen, von denen immer die Rede ist, bestehen zum großen Teil nicht aus ukrainischen Soldaten. Die weigern sich, auf ihre Leute zu schießen. Sie weigern sich. Sie verlassen die Kasernen, ihre Mütter holen sie da raus, ja, weil sie keine Lust haben, auf ihre eigenen Landsleute zu schießen. Das, was so durch die Gegend rennt, und wir müssen einen Unterschied machen zwischen Nazis und Faschisten, das ist auch ganz wichtig. Das, was dort unten durch die Gegend rennt, ist einfach wirklich faschistoides Pack. Dass eine Waffe in die Hand bekommen hat, und sowas wie einen Abenteuerurlaub verlebt oder sonst irgendwas. Und diese Leute werden nicht nur finanziert von Kolomoisky, ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, Kolomoisky ist einer der großen Oligarchen und gleichzeitig ist er Gouverneur von Dniepropetrov, von Achmetow, der im Donetsk-Bereich einer der großen Oligarchen ist. Sie werden auch finanziert von Leuten, die ich irgendwann früher mal gar nicht so schlecht fand. Ich fand die richtig toll, die Jungs. Die werden finanziert von Klitschko. Das sind 270.000 US-Dollar, die Klitschko-Brüder, die sich damit auch sehr stolz ablichten lassen, in das Bataillon Kiew gesteckt haben. Das sind 500 Leute, die jetzt da nach unten gehen, denen, wie gesagt, eine Waffe in die Hand gedrückt wird und dann sollen sie mal machen. Was man sich fragen muss, ist, warum erreichen sie eigentlich militärisch nicht so wahnsinnig viel darum? Das liegt einfach daran, dass keine ausgebildeten Soldaten dort kämpfen, sondern irgendwelche Hasardeure, ja, die mit ihren ultranationalistischen und auf falschen Idealen gegründeten Werten, in Anführungszeichen, versuchen, dieses Land sich untertan zu machen und den anderen Leuten den Willen aufzuzwingen. Und das, und deswegen sage ich, zwischen Nazis und Faschisten muss man einen Unterschied machen, das sind Faschisten. Nicht alle Leute in Kiew sind Faschisten. Und schon gar nicht die Leute, die im Maidan, ganz am Anfang auf dem Maidan gewesen sind. Das waren keine. Das war die Mittelschicht aus Kiew, die einfach gesagt hat, in der EU geht es uns besser. Ja? Aber diese ganze Bewegung ist unterwandert worden von bezahlten Kräften. Und was sich daraus jetzt ergeben hat, und deswegen gibt es immer noch Zelte auf dem Maidan, weil es noch Leute gibt, die glauben da so ein bisschen an das Gute im Menschen. Ja, und man könnte vielleicht noch was erreichen. Das, was sich daraus jetzt ergeben hat, ist nichts anderes als ein faschistischer Mob, der da mordend und brandschatzend durch die Gegend zieht und diesen gesamten Donbass irgendwie völlig versucht, in seinem eigenen Blut zu ertränken. Und das ist etwas, was wir nicht zulassen dürfen. Wir können das aber auch nicht, und so realistisch muss man sein, einfach so stoppen.
Denn dafür sind wir noch zu wenig. Wir sind noch zu leise. Und wir sind noch nicht konsequent genug. Wir brauchen mehr, die wirklich auf die Straße gehen und einfach Druck ausüben. Was wir im Moment haben, ist, wir haben ganz viele Diskussionen in den sozialen Netzen. Ja, ich sehe mich selbst jeden Abend auf der Couch sitzen und in den sozialen Netzen die spitze Feder schwingen. Aber was nützt es, wenn wir das nicht umsetzen in tatsächlich in Aktionen? Und das ist das, was fehlt. Denn ich habe eins erfahren, die Leute im Donbass geben einen Scheiß auf Deutschland im Moment. Sie setzen uns gleich mit unserer Regierung. Und sie fragen, wann tut ihr mal was? Und deswegen, das ist ein Grund, weswegen ich da runtergehen werde. Ich werde nicht jedem helfen. Ich werde es nicht können. Ich werde nicht an jeden Platz können, um dort Videos zu drehen, Fotos zu machen und Berichte zu schreiben. Aber ich kann den Leuten gegenübertreten und kann denen sagen, ich bin Deutscher. Und wir haben euch nicht vergessen. Ihr seid nicht allein. Ich habe hier einen Brief, den wir erhalten haben, aus Slawiansk, den ich ganz kurz gerne nochmal vortragen möchte, der sehr emotional gefärbt ist, das ist sicherlich richtig, und ich gehe nicht mit allem konform, was Yuri Yurchenko dort sagt, aber es zeigt uns, wie die Leute da unten drauf sind. Er bezieht sich in seinen Aussagen unter anderem auf Wladimir Posner, ein prominenter russischer Journalist, der auch in Russland entsprechend in den ganzen Fernsehshows immer wieder auch seine Meinung zur Ukraine kundtut. Es beginnt mit einem Auszug aus Alexander Puschkins Das Gelage während der Pest. Wie verwaist steht nun die Kirche, stumm die Schule zugesperrt. Und umsonst greift das Getreide, schwarz der Wald verlassen, leer. Wüst liegt unser Dorf im Tal, wie ein abgebranntes Haus. Alles still, nur auf dem Friedhof, raunt es hinein, heraus. Yuri Yurchenko meint dazu, aus Slawiansk. Ich mag diese Gespräche von objektiven Beobachtern. Slobin in einer Sendung bei Soloviev. Im Bürgerkrieg gibt es kein richtig oder falsch. Beide Seiten sind gleich schuld. Genfer Versammlung. Alle illegal bewaffneten Truppen müssen entwaffnet werden. Alle illegal besetzten Gebäude müssen an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Oder etwas früher zur Wiedervereinigung von Russland und der Krim, Posner. Was mein persönliches Gefühl angeht, würde ich sagen, ich mag weder diese einen noch die anderen. Wie heißt es bei Mercutio? Pest auf eure beiden Häuser. Und die aktuellen Aufrufe, die im Netz verteilt werden, bedauert und vergebt einander. Wir fordern von den Regierungen, den Krieg zu stoppen. Sich gegenseitig vergeben? Was soll dem Südosten vergeben werden? Was soll die Volkswehr bedauern? Hat sie eine blutige Szene auf dem Maidan veranstaltet? Hat sie angefangen, aggressive und provokative Gesetze über den Status der Sprache zu entwerfen, die gegen die Hälfte der Bevölkerung gerichtet waren? Oder sollen sie bereuen, dass sie nicht auf dem Maidan herumgehopst sind, sondern wie gewohnt weiterarbeiteten und regelmäßig verdientes Geld dem tobenden Kiew schickten? Oder dass sie den Behörden, die ohne die Meinung des Südostens hören zu wollen, die Denkmäler und Heiligtümer des Volkes geschändet haben, die den Tag des Sieges zum Tag der Trauer um SS-Einheiten umbenannt haben und die Strafexpeditionen mit Gigal und Galizia zu Helden gemacht haben, dass sie diesen Behörden mitgeteilt haben, dass sie über ihr Schicksal und das Schicksal ihrer Kinder selbst bestimmen möchten, oder dass sie für ihre Meinung friedlich, ruhig und organisiert ihre Stimmen abgegeben haben, oder dass sie gesagt haben, dass man mit Waffen hier nicht willkommen ist, sonst reißt der Geduldsfaden. Was muss ihnen vergeben werden? Dass sie Waffen in die Hand genommen haben, um ihre Häuser zu verteidigen, ihr Lebensstil und endlich auch ihre Gräber und Mahnmale? Waren es vielleicht sie,
die in fremde Gebiete kamen, um den Bürgern der Westukraine ihren Willen zu diktieren? Und wie kann man die Toten, zig, wenn nicht 100, im Haus der Gewerkschaft in Odessa vergeben? Wie kann dieser Zynismus vergeben werden, der schnell in Verhöhnung der unschuldig Getöteten überging? Zuerst die Mitteilung, dass sie angeblich friedliche Fans überfallen hätten, dann, dass sie sich selbst verbrannt hätten und schließlich die offizielle Verkündung der Expertenkommission. Keiner von den 48 Opfern starb an Verletzungen, die auf äußere Gewalt zurückzuführen sind. Wie kann man so viele Tote in Mariupol vergeben? Wie kann man tote oder sterbende Frauen, Kinder und Ältere vergeben, die in Slawiansk zu Terroristen erklärt wurden und die von dieser Erde mit allen möglichen Mitteln inklusive geächteten Bomben und anderen chemischen Kampfstoffen weggewischt werden? Für Posner ist es offenbar leichter, sich über die Situation zu erheben und objektiv zu sein. Er kann sich davon distanzieren und sagen, wie Mercutio: Pest über eure beiden Häuser. Das Possessivpronomen eure sagt dabei alles. Jurtschenko sagt: Ich kann mir diesen Luxus nicht leisten, auf der Asche stehend über Objektivität zu sprechen und die Ansichten aller Beteiligten zu berücksichtigen. Ich habe nie gewusst und es nie versucht zu berechnen, wie viel Prozent ukrainischen Blutes in mir fließt und wie viel russisches. Ich betrachte als meine Heimat sowohl die Ukraine als auch Russland. Und ich kann nicht Pest auf eure beiden Häuser schreien, vor allem weil sie die Pest schon hier ist. Sie kommt vom Westen der Ukraine und infiziert alles auf ihrem Weg, womit sie in Berührung kommt, mit ihrem vergifteten Dreizack. Und wenn man sie nicht stoppt, wenn man zurücktritt und sie den Südosten verschlucken lässt, dann kommt sie in den anderen Teil meines Hauses, nach Russland. Ich kann mich nicht dem Aufruf, es gibt kein richtig oder falsch, anschließen, denn wenn ich das tue, dann verrate ich das Andenken an die, die unschuldig gefoltert, verbrannt und betrogen wurden. Dann würden Mörder mit den Opfern gleichgemacht. Dann würde ich die verlogenen Ansichten mit unterschreiben. Hier gibt es kein richtig und falsch. Beide Seiten sind gleich schuld. Nein, nicht beide. Und ich will nicht den Verbrechern helfen, vor der Verantwortung für ihre Missetaten zu fliehen, indem man die Schuld auf Opfer überträgt. Ich will diese verräterische, liberale Objektivität nicht. Ich kann und will nicht über der Situation stehen. Ich bin schon lange und zu tief durch meine Geburt, durch mein Blut, durch mein gesamtes Leben mittendrin in dieser Situation. Feinde haben mein Haus verbrannt. Slawiansk, 25. Juni 2014. Ich trage nicht alles mit, aber es zeigt uns, noch ist die Hoffnung nicht verloren, dass man den Hass irgendwann wieder begraben kann. Aber wenn wir länger nichts tun, wenn Deutschland länger einen Scheißdreck wert ist, dann wird das schlimmer. Und dann werden die Leute im Südosten, ob sie recht haben oder nicht, irgendwann genauso voll Hass sein wie die andere Seite. Und dann haben wir alles verloren in diesem Land. Und die werden nie wieder miteinander leben können, was ich jetzt schon fast für ausgeschlossen halte. Im Übrigen nur mal, es geht gar nicht um die Ukraine. Eigentlich geht es um Russland. Es geht um 15 Billionen Dollar Staatsdefizit der Amerikaner, die zu 90% im asiatischen Raum durch Handelsüberschussdollars finanziert werden. Und sie stehen kurz vor einem Kollaps. Sie müssen diesen Krieg führen und sie werden diesen Krieg weiterführen. Und das, was wir tun können, ist, wir können den Leuten dort unten helfen. Egal, ob sie Ukrainer sind oder Russen oder Iraker oder Syrer oder Afghanen oder Thailänder. Macht die Augen auf und guckt, wo es überall brennt. Der Gürtel wird enger gezogen. Und es geht letztlich darum, die Europäische Union und vor allem Deutschland, das das höchste Handelsaufkommen mit Russland hat, von Russland zu trennen. Denn wenn Deutschland und die EU und die Eurasische Union gut miteinander arbeiten, verschwindet ein Hegemon in der Versenkung. Und das sind die USA. Und das werden die nie zulassen. Niemals.
Ich übergebe jetzt an Vadim. Hi, Vadim. Sicher noch das eine oder andere zu sagen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Добрый вечер. Меня зовут Вадим. Я буду говорить на русском, а Ольга мне поможет перевести вам на немецкий. Das Vadim, er wird Russisch sprechen, ich werde übersetzen. Versuchen. У меня буквально две минуты, да, и я хотел зачитать вам обращение Павла Губарева, который находится сейчас в городе Донецк. Но, к сожалению, по регламенту мне уже не получится. Der wollte euch Ansprache an Deutsch, eigentlich an Deutschland, die heute aufgenommen wurde von Pavel Gubarev, der ist jetzt zurzeit in Donetsk. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wer das ist, aber Reglement lässt uns leider keine Zeit. Мы это обращение обязательно переведем на немецкий язык. У себя на всех информационных источниках можно будет найти. Das wird auf Deutsch übersetzt und das wird online reingestellt. Ich versuche weiter zu vermitteln, welche Seiten, welche Online-Seiten und so. Ну и все, в конце хочу сказать, что это обращение было записано именно для вас. От жителей Донбасса обращение жителям Брауншвейга. Das war die Ansprache eigentlich extra für Braunschweig, weil die Leute haben mitgekriegt, da gibt es direkten Kontakt, dass wir heute hier sind und dass Vadim hier ist und er sollte das vortragen für euch. Aber eigentlich Mirko hat fast alles gesagt, was da stand. Grob. Danke. Vielen Dank. Das sind jetzt mal so Eindrücke von vor Ort und volle Hochachtung für Menschen, die sich dann auch noch auch persönlich einsetzen, körperlich einsetzen und sagen, ich gehe da runter und versuche dort zu vermitteln und zu helfen. Ich denke auch, das ist ein riesen Applaus. Wir werden auch Kontaktdaten noch freigeben bei uns in der Gruppe, bei Facebook oder auch bei einer anderen Plattform, damit man auch weiß, wie man direkt auch mal vielleicht Kontakt aufnehmen. Wir wollen euch auch noch sagen, dass wir also für jede Frage, die ihr habt, auch zur Verfügung stehen. Fragt uns, egal was es ist, fragt uns. Also wir beantworten euch jede Frage, die wir in irgendeiner Form beantworten können. Ja? Und wenn ihr auch Fragen direkt nach Donetsk habt, her damit. Also wir können alles in irgendeiner Form möglich zu machen, dass die Leute dort unten begreifen, dass sie nicht allein sind. Aber eins will ich noch sagen, wir können vielleicht nicht immer herkommen, aber sorgt dafür, dass wir mehr werden. Wir müssen mehr werden, ansonsten machen wir uns mitschuldig an dem, was da passiert. Ja, danke schön. Leute, wir gehen, leider ist Apotheke um 8 zu, wir wollen gleich zur Apotheke, um bestimmte Sachen einzukaufen. Wenn ihr noch was geben könnt, wir bitten darum. Ja, danke an alle, die dort mithelfen. So, jetzt kommt der jüngste Mahnwachen-Teilnehmer Deutschlands und seine Mutter, die Susan, und sie möchte heute auch etwas beitragen. Ich möchte ein riesen Dankeschön aussprechen an euch, an uns alle, und zwar für die Spenden, die eingegangen sind. Die sind jetzt gerade unterwegs zur Apotheke, Verbandsmaterial und so weiter für die Ukraine zu kaufen. Und es sind stolze 334 Euro gerade gesammelt worden. Dankeschön. Hey!
Und man sieht, was so eine kleine Menge Menschen schon zusammenbringen kann. Und wenn noch mehr Menschen zusammenkommen, was können wir denn dann erst bewegen? Wir wollen keine Frage stellen, sondern wir wollen eigentlich nur Danke sagen. Und zwar dafür, dass ihr es uns ermöglicht habt, dass wir Medikamente in die Ukraine bringen können. Und wir werden dafür sorgen, dass sie da ankommen, wo sie gebraucht werden. Wir werden es dokumentieren und dann auch in Erfahrung. Und ich sag's mal so, wie es Vadim sagen würde, war schön, ist das Sie. Vielen Dank. Я хочу сказать большое спасибо вам всем. Спасибо за то, что сделали. Мы увидели вот этого вклада. Большое-большое спасибо. Большое-большое спасибо. Спасибо, что вы вернулись. Спасибо.